Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Maker's Gonna Make Box von K1. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Maker's Gonna Make von K1, das Ganze heute am 7. September erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Gut. Dann machen wir mal die Folie ab. So, also so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine weiße Box. Auf der Front haben wir den Interpreten abgebildet, K1, der hier gerade auf uns zielt. Darunter lesen wir K1 Maker's Gonna Make. Anfangs hieß das Release oder die Box ja noch anders. Und das wurde dann ja im Laufe der Promophase oder des Release-Prozesses umbenannt. Und jetzt ist der Titel Maker's Gonna Make. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir deutlich besser als anders. Gut, wir haben hier unten die Unterseite blank weiß. Auf der rechten Seite lesen wir nochmals Maker's Gonna Make in rot. Oben ebenfalls blank weiß. Und auf der linken Seite nochmals Maker's Gonna Make. Auf der Rückseite, sehr ungewöhnlich für eine Box, haben wir nicht den Boxinhalt aufgelistet, sondern die gesamte Tracklist des Albums. So sieht das aus. Und zwar haben wir hier 14 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Start Over, beziehungsweise Start Over, wie auch immer man das jetzt genau ausspricht. Das ist der Produzent von K1. Dann haben wir Pietro Lombardi mit dabei. Nochmals Start Over, Pietro Lombardi und dann Mike Singer und Michelle Mendes. Einige dieser Tracks ja wohl bekannt und ausgekoppelt, also unter anderem Track Nummer 8, Louis oder Track Nummer 4, Senorita oder aber auch Netflix und Chill mit Mike Singer. Also alle diese Tracks sehr, sehr klickstark. Ich glaube, alleine der Track Senorita hat mittlerweile die 100 Millionen Views auf YouTube geknackt. Also das sind Zahlen, die sprechen eine eindeutige Sprache. Gut, wir kommen zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal eine Short mit dabei, dann das Album Maker's Gonna Make, dann die Instrumentals zum Album, einen, zwei Sticker und dann haben wir hier nochmals einen großen Sticker, also drei und dann ein Poster. Von innen die Box glatt weiß. Machen wir mal zur Seite. Und nachdem hier bis auf das Album nichts eingeschweißt ist, werden wir das Album mal aus der Folie holen. Am besten hier bei dieser Schweißnaht. Jawohl. So. So sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier das Album, kommt in einem super Jewel Case, gefällt mir sehr gut. Hier lesen wir auch nochmals K1 Maker's Gonna Make. Ebenso wie das Cover hier, also das Cover ident, wie auch schon das Boxcover. Auf der Seite lesen wir auch nochmals Interpret plus Albumtitel und auf der Rückseite dann die 14 Tracks, die wir bereits schon auf der Box drauf hatten. Also hier nochmals genau wie auf der Box abgedruckt. Hier dann noch Credits und Barcode. Gut, das Ganze sieht dann von innen so aus. Wir werfen mal einen Blick ins Booklet. Und zwar lesen wir hier Maker's Gonna Make. Dann haben wir hier die einzelnen Tracks, in dem Fall hier jetzt mal 7 aufgelistet. Und dann hier die Infos, wer daran beteiligt war, wer da gefeatured wurde, beziehungsweise wer das Ganze produziert hat. Dann haben wir hier ein Bild von K1 über beide Seiten. Und dann hier nochmals ebenfalls 7 Tracks aufgelistet. Somit kommen wir auf insgesamt 14 Tracks. Und nochmals ein Bild von K1 über beide Seiten. Gut, zum Abschluss nochmals die Credits auf der Rückseite des Booklets zu sehen. Dann haben wir die CD. Die sieht so aus. Klassisch gehalten, wie auch schon das gesamte Design in Schwarz, Rot und Weiß. Top Farbkombination in meinen Augen. So sieht die CD aus. Und hier lesen wir auch nochmals Maker's Gonna Make in Rot und Schwarz. So und so. Gut,
Dann haben wir, wie es sich für eine Box gehört, zum Album auch noch die Instrumentals dabei. Die kommen in dieser Papphülle, in diesem Digisleeve. Hier lesen wir auch wieder Interpret plus Albumtitel plus Instrumentals eben. Und hier haben wir 14 Tracks mit drauf. Also auf dem Album keine Skizze oder irgendwelche Lückenfüller. 14 Tracks ergeben in dem Fall auch 14 Beats, 14 Instrumentals. So sieht die CD aus. In Schwarz und Weiß gehalten. Wie gesagt, kommt in einer Papphülle. Dann haben wir mit dabei drei Sticker. Und zwar haben wir einmal diesen hier. K1 Makers Gonna Make im Hochformat. Also das Cover hier nochmals. Relativ großer Sticker. Dann haben wir diesen Sticker hier, Makers Gonna Make im Querformat in Rot und Weiß. Also schlicht hier die drei Worte. Und dann haben wir in quadratischer Form diesen Sticker hier. Auch hier lesen wir wieder den Albumtitel. Und dann haben wir hier so eine ziemlich muskulöse Figur, so ein Männchen, das gerade einen Golfball abgeschlagen hat. Also interessantes Format bzw. interessantes Bild. Bevor wir zu dem Textil, zu der Short kommen, haben wir noch ein Poster mit dabei. So, dann klappen wir das mal auf. Und zwar sieht das Ganze so aus. Wir haben zu ganz oberst, ich hoffe, man kann das hier lesen, jawohl, auch wieder den Albumtitel. Dann haben wir hier den Interpreten K1 in der Vorderansicht, also von vorne abgebildet. Weißer Hintergrund und weißes Shirt, in dem Fall ein Shirt von Ralph Lauren und seine tätowierten Arme. Das Ganze ist im Hochformat und einseitig bedruckt, also die Rückseite ist, wie ihr sehen könnt, blank weiß. Und dann haben wir noch einen Inhalt mit dabei, und zwar ist das in dem Fall eine Shorts. Und zwar lesen wir hier auf der Short, hier im Schrittbereich vorne in weißen Buchstaben groß, Makers Gonna Make. Dasselbe lesen wir dann auch nochmals hier links am Ende. Also hier, das ist dann so der Oberschenkel bzw. Kniebereich. Hier lesen wir das auch nochmal. Ansonsten schlicht in Schwarz. Und die Rückseite ist in diesem Fall unbedruckt. So, dann schauen wir mal hinein. Also wir haben hier dann diesen Bund. Und der Bund ist dann entsprechend hier mit so zwei Schnüren. Also das heißt, ihr könnt das Ganze dann hier entsprechend knoten oder locker machen oder entsprechend halt zuziehen, je nachdem, was ihr für eine Hüftgröße habt oder was für einen Bauchumfang. Je nachdem, wie ihr das passt, wie ihr euch das machen wollt, könnt ihr das dann hier anpassen am Bund. Und dann haben wir hier noch, jawohl, hier haben wir es, einen Zettel mit dabei. Und zwar lesen wir hier Größe L. Und das Ganze ist 100% Polyester. Und jetzt würde mich noch interessieren, ob wir vielleicht einen Hinweis finden, wo das Ganze hergestellt wurde. Aber ich befürchte, dass wir hier nur diesen einen Zettel finden. Ja, und hier habe ich es jetzt, um ehrlich zu sein, nicht lesen können. Was halt etwas darüber verrät, ist, dass dieser Zettel hier auf Polnisch gehalten ist. Also wir lesen hier unten irgendwas mit Sushik, was weiß ich was. Also ich kann leider kein Polnisch, aber das sieht mir sehr nach Polnisch aus. Also gehe ich mal stark davon aus, dass auch das Produkt an sich, diese Hose, in Polen gefertigt wurde. Gut. Ist in meinen Augen, oder soweit ich weiß, ein Unikat, also eine Premiere, kein Unikat, eine Premiere. Und zwar hat es meines Wissens so eine Hose, so eine Short noch nie in einer Box gegeben. Somit auf jeden Fall mal etwas anderes und passend für die restlichen Sommertage. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Shorts in Schwarz und Weiß, wie gesagt, Größe L. Dann dieses Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Dann haben wir mit dabei drei Sticker, einen in quadratisch, einen rechteckig und einen im Hochformat. Drei Sticker. Die Instrumentals zum Album, diese kommen in einer Papphülle. Und natürlich das Album an sich im Super Jewel Case inklusive 14 Tracks.
Das alles in dieser wunderbaren Box Makers Gonna Make von K1. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr K1 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.